Was ist inkrementelle Validität? Inkrementelle Validität bedeutet, dass ich Erklärungen für einen bestimmten Aspekt haben möchte und zusätzliche Aspekte hinzunehme, damit meine Erklärung noch besser wird. Das heißt, ich habe psychologische Konstrukte und möchte wissen, warum ist das so? Ja, zum Beispiel die Studienleistung. Wenn ich mir Studenten angucke, die machen Abschlussprüfungen und haben eine Note auf ihrem Zeugnis, und dann möchte ich gerne wissen, was trägt dazu bei, dass die jetzt wirklich eine gute Studienleistung haben? Ist es die Abiturnote, mit der sie gekommen sind? Ist es der Fleiß? Ist es das Interesse am Thema? Ist es die Motivation? Was ist es? Und dann untersuche ich diese verschiedenen Faktoren und kann mithilfe geeigneter statistischer Verfahren, zum Beispiel einer multiplen Regression, herausfinden, welche Faktoren, welche Erklärungskraft für den späteren Studienerfolg haben. Und dann habe ich die inkrementelle und dekrementelle Validität. Inkrementelle Validität bedeutet, ein Faktor bringt nochmal richtig zusätzlich einen Schwung rein. Ja, also bringt nochmal eine zusätzliche Erklärungskraft. Zum Beispiel wissen wir, dass die Abiturnote ein sehr guter Prädiktor für die spätere Note auch im Studienabschluss ist. Zumindest in sehr, sehr vielen Fächern. Das bedeutet, alle anderen Faktoren, die ich mir noch angucken kann, Intelligenz, Motivation, Interesse am Thema und so weiter, die können zusätzlich auch noch eine Erklärungskraft entfalten. Und diese inkrementelle Validität ist hoch, wenn mir meine statistischen Analysen sagen, ja, dieser Faktor trägt noch mal richtig was bei. Und die inkrementelle Validität ist gering, wenn durch die statistischen Analysen herauskommt, naja, mein Modell wird nicht unbedingt besser dadurch. Das wissen wir zum Beispiel für den Faktor der Kreativität. Kreativität hat eine geringe inkrementelle Validität in Bezug auf die Erklärung von Leistungen. Das heißt, wer besonders kreativ ist, wird nicht unbedingt bessere Studienleistungen erbringen oder bessere Schulleistungen haben, sondern da haben wir eine geringe inkrementelle Validität in Bezug auf die Erklärung von Leistungen. Und das ist die inkrementelle Validität, also die Hinzunahme durch weitere Faktoren in Erklärungsmodelle, womit ich wieder Verhalten oder Merkmale erklären kann, aber auch wieder vorhersehen kann. Und dann gibt es noch die dekrementelle Validität, die sogar dafür sorgt, dass ein Modell schlechter wird. Das hoffen wir natürlich in der Empirie nicht, sondern wir erhoffen uns, dass wir möglichst viele Faktoren finden, die die Erklärungskraft unserer Modelle erhöhen, sodass wir eben wissen, welche Aspekte in dem Fall zum Beispiel dafür verantwortlich sind, dass Schülerinnen oder Studierende eine große Leistung vollbringen können.